Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ja, ich hoffe, dass ihr mich einigermaßen verstehen könnt, weil meine Stimme mich heute irgendwie ein bisschen verlassen hat. Ich wollte eigentlich das Ganze in der letzten Folge zusammenschneiden, wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, aber das hat nicht ganz so geklappt, weil die Folge doch ziemlich lang gewesen ist. Deswegen habe ich mich dann letztlich dazu entschlossen, doch mal einen kleinen Cut zu machen. So, nachdem ich mich jetzt mal wieder darüber geärgert habe, dass ich mal wieder meine Einstellung erst wieder auf Deutsch umstellen musste, muss ich jetzt erstmal gucken. Finde etwas zu essen, checke deine E-Mails. Okay, finde etwas zu essen. Wir sollten dann vielleicht erstmal... Das ist nicht die Küche. Obwohl, Moment, kann man hier... ja. Das ist zwar was zu trinken, nicht zu essen, aber man kann hier noch was einsammeln. Haben wir da noch was anderes, was wir einsammeln können? Ups. Man sollte auch F drücken und nicht E. Was war das? Ach, benutzen. Oh, shit. Nein, das wollte ich gar nicht. E-Mails wollte ich noch nicht. Ich wollte erstmal nach was zu essen gucken. Ich denke mal, dass das im Moment wichtiger sein wird. Ach so, das war das Radio. Burrito! Das ist doch was zu essen. Sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir noch kurz wegen den E-Mails gucken. Achso, müssen wir gedrückt halten, okay. Können wir hier Nachrichten? Sind das die E-Mails? Ja, ne? Überfällige Miete. So, jetzt haben wir die gecheckt. Oh. Ich wollte eigentlich annehmen. Tajimura hier. We must meet. Come to Thomas Diner. Warum sollte ich reden wollen? Ja, ich hätte jetzt zugesagt, aber okay. Why would I do that? Because I am the one who saved your life. Haven't managed to get my head straight yet. Not after everything that happened. That will not happen anytime soon. And so what? If you intend to leave, you must re-enter the ring. The bell has already tolled. Thomas Diner, I am waiting. Prepare for cooler conditions. Okay. Oh, ich habe immer noch. Shit! Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe immer noch leichte Fehlfunktionen. NCPD, open up. Ich wollte gerade sagen, wollen die jetzt was von mir oder was? Okay, 25 Meter sollten eigentlich nicht so weit weg sein, deswegen schneide ich das mal nicht raus. Oh Gott, ich sehe hier überhaupt nichts mehr. Hier links irgendwo. Ich wollte schon in den Müllhaufen reinspringen. Okay, ich hatte Unrecht. Geh zu. Los. Okay, dann geh erst zu, wenn ich gedrückt habe. Wie oft habe ich das jetzt schon gemacht und es nie verstanden? Ich weiß es nicht. Ja, tut mir auch leid, dass jetzt die Folge heute leider so spät kommt, aber ich habe gestern so einen heftigen Migräneanfall gehabt, dass ich gar nichts mehr machen konnte. Also ich saß dann nach recht kurzer Zeit auch überhaupt nicht mehr am PC und habe mir dann gedacht, ja, scheiß drauf. Normalerweise sage ich ja, wenn ich Kopfschmerzen habe oder so, ne, so nach dem Motto, the show must go on, aber das war so heftig gestern, dass ich mir gesagt habe, hallo. Achso, da. Sagt das doch einer. Dass ich mir dann gedacht hatte, ich halte es einfach nicht aus und dementsprechend habe ich dann auch nichts gemacht. Was ist denn hier los? Wie sieht die denn aus? Also ehrlich. So, ja, da das jetzt doch anscheinend etwas länger dauert, als ich gedacht habe, würde ich sagen, cutte ich das Ganze hier mal. Mama Welles? Wer ist das denn? Cutte ich das Ganze hier mal und werde euch dann gleich wieder hinzuholen, wenn ich dann endgültig am Ziel angekommen bin. Bis gleich. Geld für Fahrzeuge. So, wir sind da. So lange war das dann doch nicht, sondern das war kurz vorher. Hallo, ich dachte, wir reden miteinander. Okay. Sit. Der sagt, setz dich und die übersetzt es mit bitte. Okay. Then in the car, I doubted you would survive.
Ja, dachte ich auch. Ja, die wichtigste Frage, ne? Warum hat er mir geholfen? Why'd you help me anyway? I needed you to leave. That hasn't changed. What's it you actually want from me? To begin, you must tell me where to find Evelyn Parker. Evelyn, what's she to you? She and Yorino Barasaka had intimate relations. She knows how to get to him. Been thinking I ought to have a word with her myself. She promised to help me get rid of the chip. I would not count on that. She's likely gone, very far away. Ja, der habe ich auch nicht wirklich getraut die ganze Zeit. Just answered your own question about where Evelyn is. Long gone. Why do you believe she could help you remove the chip? Does a corporation help her? Du stellst so viele Fragen. Tja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. There's no time to waste, B. Evelyn was knowledgeable about the relic. Had a large chunk of classified info. An enigma, to be sure, but she showed that slyness you get in corpo agents. You know the kind. I too possess this slyness you speak of. You got tossed out, lumped with the outcasts, easily. Or have you forgotten? Ja, ich kann ja nur aufstehen, ne? Wie? Sorry, I couldn't be of any help. Don't have any time to lose. Wie, wait. I need you. Yorinobu Arasaka must answer for this crime of patricide. Looking for justice? In Night City? I seek revenge. Much more feasible here. I have allies prepared to bring Yorinobu to his knees. The only thing I need is proof. And you think they'll trust the word of a merc? I have nothing better now. Also, I know no one here. And I am a fugitive. I am hunted. Was mir jetzt gerade so einfällt, können die sich nicht einfach in den Kopf einhacken und bei ihren Erinnerungen nachgucken? Oder muss sie dafür tot sein? So what, we stroll into Arasaka HQ and announce that Yorinobu's a kin killer? That he murdered Saburo? We'll get the hearing before reasonable people in a neutral location. Certain procedures will be used to establish the truth. A lie detector? Forget it. In that case, another option. You are dying. You do not know how to save yourself. A chip, the relic, is a culprit. Technology made by Arasaka. Technology they alone know. This corporation can save you as easily as it can make you disappear. It is merely about getting the right people on your side. Politics. Wer war jetzt Anders Hellmann? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Hallo? Ja, auch nicht schlecht. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, ist mir das Spiel jetzt zum ersten Mal abgestürzt. Ich muss dazu sagen, es gab heute, also am 22.12. ein sehr großes Update von fast 2 GB. Und das Update scheint dem Spiel absolut nicht gut bekommen zu haben. Wie ihr seht, habe ich hier schon wieder die Auswahl, dass ich meine Sprache und so weiter auf Deutsch umstellen muss. Das werde ich jetzt erstmal machen, so wie ich es bei jedem Einloggen mache. Und dann hoffe ich, dass wir gleich vernünftig weiterspielen können und das Ganze nicht ausartet wie damals bei Horizon. This corporation can save you as easily as it can make you disappear. It is merely about getting the right people on your side. Politics. You mean people like Anders Hellmann? You know this name? How? Prepped for the heist thoroughly. Relic is Hellmann's design, his creation. Untrue. He's a pawn. I was thinking of one much more powerful. Besides, Anders Hellmann escaped to Arasaka.
betrayed it. Was war das? Wo guckt der jetzt hin? Da oben. Now, Hanako-sama, I would first like to ask you. Fucking Sokka scums everywhere. Hey, I was listening to that. Shut up. Nobody except you wants to watch that shit about that corpo cunt. What did you say? You heard me. Let it go, Takamura. Komm, wir waren es gerade am Unterhalten. He's got some fucking sense. Was machen die denn da oben? Hallo? Die steht da mit einer Axt? Ach du Scheiße. Last thing we want to do is draw attention. I'm sorry. A stupid reflex. Thanks for the offer. Need to think about it. Get back to you. I need time to plan, organize. You stand to gain much if you help me. All I ask is that you do not leave the city. Leave? Why would I leave? Need help. Best chance I'll find the right person here. Someone other than Arasaka specialist? There's no one. No alternative. Actually, we just talked about some. Tja, der Entwickler oder Evelyn Parker? Sagen wir es mal so. Wie? Der Entwickler kennt sich da natürlich am besten mit aus. Evelyn Parker, ich weiß nicht. Ich weiß aber nicht, ob ich da in eine Falle reinlaufe, wenn ich zum Entwickler gehe. Ich weiß es echt nicht. Ich habe bei beiden echt ungutes Gefühl, deswegen. Aber Evelyn Parker weiß, dass ich gut bin und sie weiß, dass sie mich nochmal gebrauchen könnte, deswegen. Aber sie kann mir wahrscheinlich auch nicht helfen. Obwohl, naja, gut, für ihn müsste ich sie eigentlich auch mal kontaktieren. With a bit of luck, I'll track down Evelyn. If she could not help you before, she will not manage to now. Honor among thieves. Ever heard of it? Yes. I thought it ironic. Thieves have none. There's just honor, I believe. Yorinobu Arasaka degree? I'm sure. The Parker woman will not help you. Why are you? I would think about the plan B. Tja, dann doch den Entwickler, ne? Anders Hellman. He invented the relic. If I want to get rid of it, he's my man. And if that means picking another fight with Arasaka, so be it. Hellman defected from the company. Hmm. I myself spent many days looking for him. He... what's the expression? Dropped off the face of the earth. Ja. Ja, nö. Mehr als ich dachte eigentlich nicht. Why are you looking for Hellman? He was the one to alert Saburo-san to Yorinobu's schemes. He knew both of them well and could be an important witness. Corporal rats squeal when hanging by their tails. For several days, I collected the information. All leads point to one place, the club called the Afterlife. I was quickly dismissed by the queen of fixers there, Rogue. She take you for a suit? No. She saw me as Saburo-sama's killer. Rogue's well informed. Gets wind of most things that happen in the city. Might be worth asking her about Hellman. I wish you luck. The woman is choosy, expensive, and rude. Ist das die eine aus diesem komischen Stripclub da? Also dieser Disco oder was das war? Any longer. Do what you want. Look for Parker, Hellman, whoever. I must see some friends, call in some favors. When my people in Arasaka are ready to listen, I will call you. Okay. Till then, I guess. If by some miracle you find Hellman, please notify me. He and I have unfinished business.
Och, der schon wieder. Der geht mir auf den Sack. Doubles and filth. In some ways, Night City never changes. Our Sokka is still a despotic machine and the world's on a collision course with chaos. But hey, at least Rogue's still alive. You know, you've got some nerve. First you're out to kill me, now you want to be my pal, make like nothing happened? You know you don't gotta speak out loud to talk to me. What do you want? And I've processed some shit, changed my mind. Don't want you dead anymore. Go fuck yourself, dickwipe. Hey, wasn't easy for me either. You woke up in a landfill, I woke up in your head. Wrestling with your thoughts, memories. Think we're even. And I've taken a step back, looked at things. Think we might be able to help each other. We could start with Rogue. Her and I go back to the Stone Age. You are the ghost of Christmas past, asshole. Any friends you've had are either dead or so old their memory's gone. Johnny Silverhand died a legend. Nobody forgets that. So you fucking know Rogue. What would I say to her? I got a talking brain tumor, claims it's her old friend Johnny? Trust me, Rogue's heard dumber shit than that. Way back when you weren't even an itch in your daddy's ball sack. Don't need convincing. Seen your memories. Gross. Rogue will dance to any tune I play or just get us to the afterlife. There is no us. Genau, es gibt kein uns. Wieso ist sie verschlossen? Achso, weil da hinten die Tür ist. Gut, ruft Judy an. Judy. Ach, die war das. Ja. Dachte ich auch, ja. Listen, need to find out. I really don't want to talk about her. Know where she is? What I just said. Drop it. I won't. Judy, my one hope. The only lead I got. Hin, wo es nicht so laut I gotta find her. And I know you can help me do that. Who told you I won't? Can we meet? Let's meet, please. You at Lizzie's? Okay, das ist auf der anderen Seite und wahrscheinlich wieder etwas lange entfernt. Die bleiben da stehen, das ist schön. Dann schalte ich euch gleich wieder hinzu, in der Hoffnung, dass zwischendurch nichts passiert und das Spiel nicht wieder crasht, wenn wir dort angekommen sind. Bis gleich. So, wir sind in dem Diner angekommen. Wieso ist... Ach ja, da ist wieder dieser Mist mit den Uhrzeiten, ne? Ich weiß gar nicht, ab wann... Haven't I seen you here before? Ja, hast du. Ich weiß aber nicht mehr genau, ab welche Uhrzeit ihr geöffnet seid. Stand hier nicht irgendwas drin? Anscheinend nicht. Ich schau... Nee. Mit I war das. Ich schau mal... Wir warten einfach mal 7 Stunden. Das sind keine 7 Stunden. Ich meine, das wäre irgendwie abends um 18 Uhr oder so gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Okay, perfekt. Need to talk to Punch and Judy. She in her den. Yep. Take the stairs down. I'll let Judy know you're coming. Ja, das solltest du eigentlich nicht machen. Okay. Das sieht ja jetzt mal kompliziert aus hier. Muss ich da Treppen hoch und runter laufen? Hey, where are you going? Ich gehe hier durch, Mädel. Siehst du das nicht? Stop telling every joy toy you meet to come here. The hell I'm supposed to do with them all? You're so concerned about strays? Go take care of your guest. Sus, we're not done here. Oh yeah, we fucking are. Ja, ihr seid fertig. Also können wir jetzt reden, oder? Hallo. You just don't give up, do you? Nö.
Got nothing more to say to each other. Thought I made that clear. Moxes and nomads don't seem so different. Both seem to yammer a lot about community, solidarity. Classic dilemma. What comes first? Family or the outside world? This is a club. Nobody cares about your lofty world views. What was that all about? Everyone in this city lives in their own goddamn bubble. And either you fly high or sink into quicksand. Susie seems to know what she wants. She your boss? You come all this way just to play who's who at the Mox? Listen, have you seen Evelyn? Need to talk to her. It's important. Why? So you can make her your scapegoat for your train wreck of a heist. Okay. Need to find out who she was working for. That's it? That's it. Judy, you don't need to worry. I won't lay a hand on her. Wouldn't make sense. Fine. All right. Evelyn's a doll. Used to work at Clouds. Sig case on my table's got the address. Take it, and once you find Evelyn, give it to her. Okay. Mega tower. Luxurious. Guck mich nicht so böse an. Obwohl ich die ja irgendwie cool finde, so von der Optik her und die Tattoos ja sowieso. Ja. Nein, geh mal nach oben. So. Think she might have gone back there. Said it'd be safer than here. God knows why. Wait, mean to say she's a doll? Saved up for that behavior chip a while too. Ev was good. Real good. Had regulars booked up weeks in advance. Nobody lasts long in a gig like that, though. Hence the heist. Figures. Okay. Clouds? What's that? It's a dollhouse. Sounds vaguely familiar. That where they tailor-code things to your fetishes and whatnot? Client's subconscious is the script. Doll stars in it. No memory of it after, though, luckily. Thank Christ for that. Got everything I need for now. Thanks. I'll look in on the place. Okay. Kann ich hier auch raus ohne? Kann man hier irgendwie mit Escape? Nee, dann kommt man wieder hier rein. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe doch jetzt alles schon gesagt. Kann ich hier noch irgendwas einsammeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Wait. Was? Was? Just let me know how she's doing. Okay. Klar. Give you a call. Okay. Thanks. Thank you, V. Sie hat doch Gefühle. Oh Gott. Why am I not surprised? You're an engram and a fading mind. Nothing should surprise you anymore. So we gonna hit this place, Clouds? Why the hell not? Ja, darauf weiß er auch keine Antwort, ne? Das war mir schon klar. Ja, Ich werde jetzt erstmal die Bar verlassen. Ich weiß aber nicht. War das jetzt der Ausgang? Okay, da komme ich auf jeden Fall raus. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass ich jetzt hier irgendwo überfallen werde oder sonst was. Nein, okay, begibt mich zum Megagebäude. Das wollte ich nämlich wissen, ob jetzt noch irgendwas anderes kommt oder nicht. Weil dann würde ich nämlich sagen, dass wir erstmal den Anruf annehmen. They call me Mr. Hands. If you're looking for Pacifica jobs, call me. Name's B. And what? No pleased to meet yous? I'm truly honored to meet you. You got any biz? Call me. Okay. Komischer Kerl. Kommt noch ein Anruf oder? Anscheinend nicht. Also, dann würde ich nämlich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen.
Und ja, das wäre dann die Sache mit dem Dolls-Gebäude, so wie, also diesem Puppengebäude, wie sie es nennen, was ja, ja im Endeffekt nur neumodischer Puff ist, so wie sich das anhört. Werden wir dann in der nächsten Folge machen und ich hoffe inständig, dass das Update dann nicht alles kaputt gemacht hat, sondern dass es jetzt so weiterläuft wie jetzt. Also sprich, dass ich nicht noch weitere Abstürze haben werde. Ich bin etwas verängstigt, was das betrifft, weil ich ja schon schlechte Erfahrungen in Sachen Horizon damals gemacht habe. Aber ich freue mich trotzdem auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.